Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ich habe die Strecke neu organisiert, damit wir nicht 10.000 Mal hin und her fahren. Wir sind jetzt hier oben, hier irgendwo war der Startpunkt, wo wir hin wollten. Wir werden jetzt fahren hier zunächst Ikea, Dortmund werden wir uns anschauen. Dann geht es hier runter über die Autobahn zum Punkt 5, der ist dann hier vorne, Raststätte. Punkt 6, 7. Hier werde ich versuchen zu drehen. Ich werde hier jetzt nicht bis Amsterdam hochfahren. Was soll ich da letztendlich? Punkt 5, Punkt 6, 7, genau. Dann geht es runter zum Punkt 8. Das wäre dann hier lang. 9, 10, das Gebiet. Ja, Autobahn. Müssen dann mal schauen, dass wir hier eventuell runterfahren bis hier unten dann hin. Das sehen wir, da sind wir dann in der Nähe von Frankfurt. Dann werde ich mal eben rüber teleportieren, gucken uns an, was hier gemacht wurde. Das ist aber dann ja auch nur ein Katzensprung. Und diese Strecke könnten wir uns angucken. Die scheint neu zu sein. Das ist irgendwie eine ganz normale Landstraße, keine Autobahn. Die könnte noch ganz interessant werden. Ja, und dann würde ich sagen, begeben wir uns in die Schweiz und gucken an, was da los ist. Wir haben jetzt noch eine Streckenlänge von 400 Kilometer vorgemerkt. Und ja, ich denke, dass das funktioniert. Da hinten ist schon wieder so ein grafisches Problem, Texturproblem. Ja, ich muss wirklich mal gucken, ob ich die Modifikation nicht aktuell mal rausnehme. Zumindest das, was den AI, den AI-Traffic angeht. So, hier müssen wir jetzt mal einmal ganz kurz gucken. Ich werde mal eben die Kreuzung versperren hier. Was wir hier machen wollen. Wir wollen uns hier... Wir sind jetzt da, genau. Wir werden uns das hier angucken, das hier angucken. Aber wir fahren jetzt erstmal geradeaus weiter. Hier dann durch. Das kriegen wir irgendwie hin. Wunderbar. Genau. So, Ikea oder auch Ika genannt. Ganz groß auf der linken Seite. Ich sag mal so, ich finde ja diese Modifikation, wo man sagt, so reale oder reelle Firmennamen und so weiter, gar nicht so schlecht. Eigentlich, grundsätzlich und so. Aber, wenn... Wie soll ich sagen? Aber die haben doch auch neue Gebäude hier gekriegt, oder? Ist doch auch alles ein bisschen anders. Müssen mal gucken, wo der Ladenbereich ist. Wo wollten die uns denn jetzt hier langlotsen? Sag einmal. Okay. Ja gut, da geht's raus. Für Dumme steht's dran, ne? Nee, finde ich soweit grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Ja, jetzt nicht schneller hochmachen können. Aber, wenn du eine Firma hast, wo keine Ahnung was geladen wird und da steht Lidl vorne dran, dann passt das irgendwo nicht. Das finde ich dann ein bisschen schade. Also, das ist ja riesengroß hier. Alter, ist das ein IKEA-Zentrallager oder was ist das? Lecco mio, guckt euch das an. Ikaboak, ja. Da links ganz groß, da ganz groß. Rechts ganz groß, hier geht's noch was zum Henker. Machen die hier? Alter, ist das riesig. Wahnsinn. Kommen wir zum Thema Windräder. Ich meine, wenn hier so zwei Stück stehen, die vielleicht hier den
Betriebsversorgung, okay, das kann man noch verkraften. Aber weißt du, wenn du diese Windparks hast, da mit 115 Stück oder sowas auf der Uhr. Ich glaube, das wird heute auch trotz 400 Kilometer wieder eine Halbstundenfolge. Aber spielt ja auch keine Rolle. Also hier ist offensichtlich nur die Produktion. Hier ist noch mal ein Parkplatz. Ich glaube, ich muss den AI-Traffic oder sowas rausnehmen. Da stimmt irgendwas mit den Texturen nicht. Die Modifikationen oder den Modifikationen fehlen Texturen, die entweder neu hier drin sind. Vielleicht hängt das mit der Renault-Lackierung zusammen. Ich weiß ja nicht, was sie da machen oder ob sie den tatsächlich nur in Blau rausbringen. Das kriegen wir dann zu sehen, würde ich mal sagen. Alter, ist das ein Riesengelände hier. Kann man hier eigentlich auch rein? Ist das dann irgendwie eine Abkürzung der Strecke oder so? Das ist Wahnsinn. Das ist alles. Ich sag jetzt mal wirklich IKEA. So. Meine, das Logo da oben. Mann, IKEA, gebt euch einen Ruck. Werbedeal mit ETS, mit SCS. Besser geht's doch gar nicht. Ich habe ja sowieso schon mal gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Firmen den ET oder einige Firmen den ETS tatsächlich mittlerweile als Werbeplattform auch verwenden. Ich spreche da jetzt mal von DAF in erster Linie, die natürlich ihren neuen LKW hier rausgebracht haben. Renault jetzt dasselbe, diese Kooperation, das ist ja schon eine Hausnummer irgendwo, ne? Wir fahren mal hier lang. Und zwar würde ich jetzt tatsächlich, was ist das denn eigentlich hier? Der fährt darum, okay. Hier sind wir jetzt im Niemandsland, hier haben wir eigentlich gar nichts verloren. Nichtsdestotrotz können wir hier durch, okay. Nochmal, das ist eben der Unterschied hier, ne? No, Barriers, Mod zu. Einfach Barrieren ausblenden. Barrieren ausblenden, wären wir diese Straße nicht reingekommen. Mal abgesehen davon, dass wir hier sowieso irgendwie nichts verloren haben. Und ich theoretisch mal irgendwie wieder rüber müsste. Ich glaube, ich fahre hier einfach mal über den grünen Streifen. So. Vorne fahren wir jetzt da drauf, wo die Barriere ist. Hier können wir mal eben ein Stückchen reinfahren tatsächlich. Oh, okay. Mann, geh mir doch nicht auf den Senkel und häng mir so auf der Pelle, du Idiot. Ich will da rückwärts rein. Kaum gibst du Gas, hängen sie dir am Auspuff, ey. So. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Also, wir fahren hier jetzt mal raus. Ich würde vorschlagen, ohne Wenn und Aber, egal wo wir anhalten oder wie auch immer, wir werden heute mal diese 400 Kilometer fahren. Danach mache ich das mal soweit dicht, also werde aufdecken, was aufzudecken geht. Sieht auch schon wieder so wild aus hier. Und
So, hier ist die nächste Firma. Also es geht, glaube ich, immer mehr dahin, dass wir tatsächlich auch Frachten aus den Gebäuden abholen, dass wir wirklich in die Gebäude reinfahren und das Zeugs dann abholen, wie hier jetzt zum Beispiel, guck mal. Hier mal einmal reinfahren, da stehen zum Beispiel, finde ich gut. Mal was Neues auf jeden Fall, schön. So, hier wieder raus. Oh, was sollte das werden? Man weiß es nicht so genau. Bisschen zu weit ausgeholt, glaube ich. So, was ich jetzt aber sehe, wir müssen hier mal einmal kurz rein, entgegen der Fahrtrichtung, aber gut, kommt eh keiner. Und das wäre auch noch was, wenn man auf den, wie soll man sagen, auf den Werksgeländen, ich nenne es jetzt mal Werksverkehr machen würde, also jetzt meinetwegen Gabelstapler und ach was weiß ich, andere LKW. Und solche Geschichten. Mann, hier haben sie aber auch wieder gestückelt, ey. Ganz ehrlich. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Alteingefleischte Leute, die bei mir gucken, wissen, was ich hier mache. Ach so. So. Ich versuche, dass wir uns das so ein bisschen von außen anschauen können. Ist jetzt nicht meine beste Art zu fahren. Komischerweise kriege ich das im LS besser hin, wenn ich da in der Außenperspektive fahre. Als hier im ETS, Entschuldigung. Fahren wir einfach mal rechts. Schauen, wo wir hier hinkommen. Hier haben wir dann natürlich wieder eine Autobahn, ne? Also Autobahn gibt es im Pott genug. Das muss man wirklich mal so sagen. Okay. Die Garage, ich wollte gerade sagen, sollte uns gehören. Man hat sie verrückt. Es ist in der Vergangenheit auch mal passiert, dass dann tatsächlich Garagen von uns weg waren. Also es wurde was erneuert und wir sind dann wieder ins Spiel rein und plötzlich fehlte uns, ich sage jetzt mal beispielsweise eine Garage in Köln, obwohl wir die lange gekauft hatten. Das ist auch so ein Ding. Aber das hat man offensichtlich. Da hat man was dran gemacht. So, wir fahren jetzt erst hier hinten rein. Hier auch wieder großer Bauhof, ne? Kommen wir gar nicht. Doch, kommen. Nee, kommen wir nicht rein. Ist nur angedeutet. Arbeitsamt. Ganz, ganz wichtig. Hier gibt es Bürgergeld. Nur nicht für mich. Könnt ihr euch das vorstellen? Als für mich klar war vom Arzt her, dass ich meinen Job nicht mehr ausführen darf und so weiter, habe ich das auf ärztliches Anraten gekündigt. Habe dann Arbeitslosengeld beantragt. Das wurde für den Februar abgelehnt, weil ich ja noch eine Nachzahlung von meinem Arbeitgeber bekommen habe. Und ich habe bereits im Januar, weil man mir das dort angeraten hat, habe ich dann auch bereits das Bürgergeld beantragt als Aufstockung, weil es war klar, dass das ALG alleine nicht reichen würde, so für Themen wie Miete und solche Geschichten. Wie gesagt, das habe ich im Januar gemacht. Wir haben mittlerweile
Heute den 16. April. Es ist immer noch nicht bewilligt. Und warum? Die stoßen sich in einer EKS bzw. Selbstständigkeit. Ihr wisst ja hier für YouTube in dem Moment, wenn du 1000 Abonnenten hast und bist im Dingens-Team, da hätte ich bald gesagt, dann kannst du ja mit YouTube Geld verdienen, was ich in gewisser Weise auch mache, aber das reicht ist ja, das, ich sag mal so, das sind, keine Ahnung was, mal ein paar Euro alle 3 Monate so ungefähr. Das ist also nicht die Welt, das ist nicht mal steuerpflichtig. Und da stoßen die sich dran, wir Betriebsstätten und Waren, die sie produzieren und Investitionen. Leute, ich mache mit meinem eigenen Rechner, mit meinem selbstpersönlichen Gerät, mache ich Videos und lade die bei YouTube hoch. Und dann vorläufig und endgültige EKS und Mann, ist das grauenhaft, du ganz ehrlich. Das läuft, überleg mal, seit Januar. Und ich habe die Mieten der letzten 2 Monate immer noch mit der Nachzahlung von meinem Arbeitgeber bezahlt. Arbeitslosengeld reicht dafür ja nicht. Und die haben mir zum Beispiel für den Monat Februar überhaupt kein Arbeitslosengeld gezahlt. Ja, weil ja die Nachzahlung kam. Ja, das wird ja alles komplett angerechnet. Nicht nur teilweise, sondern komplett. Dann kriegst du halt einfach nichts. Und jetzt eben auch. Ich habe jetzt tatsächlich, heute Morgen ist nochmal Telefon abgebucht worden. Auf meinem Bankkonto befinden sich jetzt aktuell noch 43 Euro und ich habe noch 2 Euro im Portemonnaie. Das war's. Da fragt keiner, wovon du einkaufen willst oder so. Es ist unglaublich. Und wenn du siehst, was andere Leute wirklich, die, ich sag mal so, dieser, ich war ja beim Amt, es ist ja nicht so, dass ich nichts arbeiten will. Aber ich möchte, wie gesagt, ich bin auf Anraten des Arztes aus dem Job raus, möchte eine Umschulung haben. Das Arbeitsamt sagt, wir sticken dich jetzt erstmal zum Amtsarzt da, ne? Kennt ihr diesen, nicht, der dann für das Arbeitsamt entscheidet hier, was ist mit dem los, was kann man mit dem noch machen? Und der sagt, nö, nicht vermittelbar. Ja, von daher nix Umschulung, alter Beruf auch nicht. Und ja, also, versteht ihr, was ich meine? Es gibt ja einmal die nicht wollen, die kriegen echt alles in den Arsch geschoben, auf Deutsch gesagt. Und wenn du aber nicht kannst, nicht darfst oder wie auch immer, gesundheitlich, ey, du reißt, du rennst die eine Socke nach der anderen durch. Ne? Es ist so abartig in Deutschland. Aber es ist, ja, man muss wohl dreister sein, keine Ahnung. Sagen wir, weißt du, ich habe gar keinen Bock zum Arbeiten und den kriege ich auch mein Bürgergeld oder so ähnlich. Ich meine, ich habe eh das Gefühl, guck mal, ich werde im nächsten Monat, ja, am nächsten 16. bin ich bereits 55. So, hier gab es jetzt einen kleinen Cut. Ich sag euch auch warum. Ich habe ein Stückchen rausschneiden müssen, weil OBS mich mal wieder geärgert hat in Form dessen, dass es nicht aufgezeichnet und ein Standbild produziert hat. Warum? Ja, fragt den lieben Gott. Jetzt, von daher bin ich die Strecke nochmal gefahren. Zeitsprung oben auf 14.03 Uhr. Aber ich bin an die Stelle, oder wieder bis an die Stelle gefahren, vorherigen Spielstand geladen, wo wir hergekommen sind. Also OBS wird auch, keine Ahnung, was das immer soll. Ich meine, das Programm nimmt im Hintergrund weiter auf. Das ist überhaupt kein Ding. Nur die Bilder gehen nicht mehr mit. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum und weshalb. Vor allem, du guckst ja auch nicht ständig auf den Aufnahmemonitor. Und dann merkt man das manchmal viel zu spät. So. Gut, wie gesagt, ich bin wieder bis an das Ortsschild gefahren. Und wir setzen unseren Weg dann hier fort, aber ich würde mal jetzt fast befürchten, die 400 Kilometer schaffen wir dann deswegen trotzdem heute nicht mehr. Das wird dann doch ein bisschen viel. 20 Minuten haben wir schon weg. Oh, jetzt habe ich ihn platt gefahren, wa? Ach, komm her. Weg da mit euch. Eieieiei. War auch nicht mehr jugendfrei. Aber es ist halt ein Simulator. Den Leuten passiert nichts. Es sind ja nur virtuelle. Nur Pixelfiguren, denen passiert nichts. Im realen Leben sollte man das natürlich nicht machen. Dann wird es jetzt mindestens einen Toten geben.
So, in der letzten Aufnahme, wie gesagt, ich war eigentlich auch schon viel weiter, aber ich habe so in etwa einen Spielstand gefunden, den ich wieder nachladen konnte, sodass ihr hier nichts verpasst habt, außer dem, was ich vielleicht in der Zwischenzeit erzählt habe. Aber naja, Gott, das kriegen wir hin. Wollen wir mal jetzt schauen. Ich hätte echt gedacht, wir schaffen heute diese 400 Kilometer, aber es war wohl nichts. Meine 400 Kilometer sind ja eigentlich kein Weg, aber vielleicht doch eine Menge, wenn man was freischalten will. Hier bin ich ja auch schon gewesen. Stimmt. Eins erinnere ich mich gerade dran. Und zwar, das kann ich jetzt an der Stelle nochmal wiederholen, dass da oben sind Bahngleise. Und ich halte mal an, das möchte ich euch zeigen. Früher hatte man dann mal ein Gleis, da fuhr dann ein Zug rein und so sah das Ganze dann aus. Mittlerweile, da wächst ein Baum auf dem Gleis, das könnte ein bisschen eng werden vielleicht. Aber okay, hier, ne, viergleisige Strecke. Autobahn. Hier hinten haben wir 1, 2, 3, 4, 6 gleisig, was sich dann da hinten auch teilt und zwar. Und ich finde das so genial, dass man hier wirklich versucht, die Gegend, sage ich jetzt einfach mal, entsprechend so zu gestalten, wie sie auch im realen Leben dort aussieht an der Stelle. Und das finde ich das Faszinierende, das eben auch, glaube ich, habe mich verschaltet. So. Mann! Wir mal gucken, wie weit wir runterfahren. Wir kommen jetzt wieder Richtung Duisburg rein. Und ja, gucken wir mal. Ah, ich weiß, wo wir jetzt tatsächlich sind. Wir können hier noch eben zwei Dinge tun. Einmal hier rein. Das war klar, dass jetzt einer kommt. Bleib stehen, du Affe, Mann. Ey, ehrlich, machen ein unnötig das Leben schwer. Dankeschön. Habe ich mich nämlich wegen dem Idioten festgefahren hier. So, dann haben wir das wunderbar weg hier, das Stück. Ich meine, was wir haben, haben wir, ne? Ich weiß noch nicht, warum OBS wirklich ab und an mal Standbild dann zeigt beim Aufnehmen, was da schief läuft an der Stelle. Ich meine, das ist ein getrennter Rechner, der hat nichts anderes zu tun, als jetzt aufzunehmen. Die Grafikkarte und so weiter ist nicht ansatzweise ausgelastet. Es ist im Übrigen mein alter Prozessor drin, der AMD Ryzen 5 2600 mit auch XMP-Profil und so weiter und so fort. Und ja, also ich kann es nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Gut, aber wie gesagt, trotz des Standbildes, ihr habt nichts verpasst. Ich bin an die Stelle zurückgefahren. Gibt vielleicht einen etwas unschönen Schnitt an der Stelle.
Aber mehr auch nicht. Der ist rückwärts, richtig flott, das muss man ja mal so sagen, ne? Außer dass er mir ständig absäuft. So. Da hinten ist dann der nächste Wegepunkt und ich glaube, von dem aus würde es jetzt noch weitergehen Richtung Holland. Das versuche ich allerdings zu vermeiden, bis da runter zu fahren und würde an der Stelle, wo hier der Rastplatz ist, dann gucken, dass ich auf die andere Seite rüberkomme. Ich habe übrigens eben bei der Aufnahme, wir sind schon mal bis hierher gefahren, ihr habt es nur nicht gesehen, festgestellt, dass man den ganz gut frei fahren kann. Nämlich indem man einfach jetzt hier rüber fährt, hier die Nase mitnimmt, da ist er weg und wieder auf die Autobahn zurücksetzt. So sieht das nämlich aus, guck mal. Ja, ach so, ich habe hier. Ah, eieieiei. Ich habe hier einen nächsten Stopp angesetzt. Okay, warum? Ich dachte, ich wollte jetzt eigentlich durch den Schmetterling fahren und dann. Nee, aber da ist tatsächlich noch ein Rastplatz. Punkt 2 und 3 irgendwie direkt hintereinander. Okay. Kriegt man den hier auch so schön weg? Nee, der geht weiter rein ins Gebüsch. Huh? Ich glaube, da haben wir, kriegen wir ein Problem, oder? Ja, das funktioniert hier nicht. Machen wir aber einfach so. Ja, und ich nehme mal den AI-Traffic raus. Ich glaube, das kann nicht schaden. Hier hängen ziemlich viele Bäume über die Autobahn. Da wird schlecht gepflegt hier. Aber ich glaube, das ist auch Realität, dass das teilweise wirklich so ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht nochmal korrigiert wird. Wir sind ja immer noch hier in der Beta-Version. Und Beta heißt ja nicht endgültig. Ungültig, genau. So, wir gucken mal eben. Genau, er würde uns jetzt hier bis nach Holland hochschicken. Da müssen wir gar nicht hin. Das heißt, ich fahre jetzt hier zurück und mogel mich dann irgendwie auf die andere Seite der Autobahn. Ja, warte mal, vielleicht können wir das sogar rückwärts lösen. Haha. Na, bleib doch im Rückwärtsgang, Mann. Ich glaube, hier passen wir nämlich durch. Mehr oder weniger. Hey, stehen bleiben. So, hier halten wir unseren Hintern jetzt schon schön auf die Straße. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder fest hier? Nirgendwo eigentlich. Gut, perfekt. Dann machen wir jetzt hier Folgendes. Hier ist der nächste Wegepunkt. Wir werden hier auf den Rastplatz fahren. Ich werde die Folge hier an dieser Stelle beenden. Ich freue mich natürlich, wenn ihr morgen wieder da seid. Lasst gerne ein Däumchen und ein Abo da. Netten Kommentar. Und immer dran denken, wir machen hier aktuell keine Frachtfahrten. Bin aktuell dabei,
Karte wieder mal aufzudecken, beziehungsweise die Neuerung, die Änderung in der 1.50 Beta zu entdecken. Und für nichts anderes sind wir im Moment hier. Deswegen haben wir auch keinen Auflieger hinten dran. Und fahren auch manchmal etwas kurios. Und das ist das Ziel hier für heute. So. Wie gesagt, fahren wir hier auf dem Parkplatz so lange. Stellen uns hier hin bis morgen. Hier ordentlich auf eine Picknickdecke. Ich bleibe einfach mal hier stehen. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Dann machen wir wieder ein Stück Strecke. Wir sehen hier noch 111 Kilometer sind es jetzt aktuell noch, die wir hier fahren, bis wir dann Düsseldorf entdeckt haben. Jetzt können wir natürlich Folgendes machen. Wir können, da ist der Punkt 6. Irgendwas hat er hier mit neue Wegepunkte. Das, ich meine, 4 ist ja nicht der neue Wegepunkt. 4 wäre ja hier. Da hätte er jetzt die 3. Ja, wir fahren das andere erst zu Ende. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns dieses Stückchen hier noch an. Hier oben, das ist ja auch noch ein Stück Landstraße, was man machen könnte. Kassel. Vielleicht machen wir das auch, dass wir dann hier oben so ein bisschen rumfahren. Kassel, hier Frankfurt am Main rein und dann ab in die Schweiz. In diesem Sinne, liebe Leute, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.